Zumindest was die Indizes angeht, ist heute nicht allzu viel passiert, aber dennoch wirft dieser Tag ein Schlaglicht auf einen viel größeren Zusammenhang und mir geht es eigentlich um diesen viel größeren Zusammenhang, nämlich die Frage, ob wir es überhaupt noch mit Märkten zu tun haben, ob Börse überhaupt noch von Märkten geprägt ist oder ob da etwas ganz anderes passiert, und das will ich in diesem Video ein bisschen beleuchten. Es geht nicht darum, ob Kurse steigen oder fallen, ob Aktien gut sind oder schlecht sind, sondern es geht um ein Umfeld, es geht darum, die Welt zu verstehen, wie sie sich derzeit darstellt. Die Investmententscheidungen sind dann etwas auf einem anderen Blatt, aber schauen wir uns mal die Dinge an, die ich hier vermitteln will in diesem Video, meine Damen und Herren, und ich verweise auf ein Interview mit Leonhard Fischer, das ich vor gut einem Jahr geführt habe, im Ende Mai 2020, und der sagte, die Märkte sind abgeschafft, es gibt gar keine Märkte mehr. Er hatte hier vier Thesen in den Raum gestellt in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe. Cash ist Trash, es gibt keinen Markt mehr, keinen wirklich echten Markt mehr, Angebot und Nachfrage, auch an der Börse nicht mehr. Pleite gehen nur noch kleine Unternehmen und Normalbürger, nicht aber mehr große Unternehmen, große Investoren, das kann sich keiner mehr leisten, weil die Gefahren zu groß sind, systemrelevant etc. Und dementsprechend, wer sind die Opfer, wer sind die Gewinner? Die Gewinner sind natürlich die Vermögenden, die Vermögen besitzen. Die großen Verlierer, das ist die arbeitende Mittelschicht, die wird faktisch enteignet, und ein bisschen gewinnen auch sozusagen die, die Almosen bekommen, nämlich die Geringverdiener, die werden höhere Transferleistungen bekommen, und all das ist sozusagen Ausdruck einer Art Notenbanksozialismus, wie er sich jetzt immer krasser entfaltet. Und hier ist Leonhard Fischer nicht ganz alleine, ich werde Ihnen das Interview unter das Video packen, wahnsinnig sehenswert, ist glaube ich mit das Beste, was ich jemals mit jemand gesprochen habe, oder die besten Aussagen, die ich von jemand jemals gehört habe, unter dem Video. Jedenfalls ist der Leonhard Fischer hier nicht allein. Fred Hickey sagt, also ich bin hier seit über vier Jahrzehnten bin ich als Geldverwalter tätig, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen, und nicht umsonst sieht man hier Robin Hood, nämlich diesen Broker, dessen Aktie heute durch die Decke gegangen ist, dazu gleich mehr. Aber jedenfalls das Money Printing und das Drücken der Zinsen, der Renditen hat den ganzen Marktprozess komplett zerstört. Das ist kein Kapitalismus mehr, das ist ein Komitee von Zentralplanern, Schwachköpfen, so wie er das hier formuliert. Also eine Börse verkommt immer mehr zum Casino, das sahen wir heute mal einmal mehr wieder an der Aktie von Robin Hood, die ging to the moon, die ist über 85 Dollar gestiegen, um dann auch wieder unter 60 Dollar zu fallen, kommend von etwas über 45 Dollar. Also hier wieder die Meme-Stocks, zumindest ein Meme-Stock wieder richtig interessant. Bitcoin heute auch gestiegen, ist kein Meme-Stock, aber passt so ein bisschen auch in diese Mentalität. Jedenfalls sehen wir, dass etwa eine Aktie wie GameStop überhaupt nicht mehr so richtig läuft. Die Shortquote ist da praktisch deutlich nach unten gegangen. Jedenfalls sehen wir hier Casino-Zustände an den Märkten. Man verabredet sich über Wall Street Bets und ähnliche, und schon geht es nach oben. Und die zweite Folge sehen wir vor allem am Anleihenmarkt. Wir sehen, die zweijährige italienische Staatsanleihenrendite ist jetzt unter minus 0,5% gefallen. Das ist sozusagen die Deposit Rate der EZB. Die gesamte deutsche Zinskurve ist negativ, also alle Anleihen sind negativ, alle Laufzeiten. Und wir sehen, die 10-jährige japanische Anleihe ist jetzt auch auf Null gefallen. Naja, und das heißt, wer Kredite nimmt, der kriegt noch Geld dafür. Das ist die Logik dieses besonderen Kapitalismus, mit dem wir es derzeit zu tun haben. Und heute hat sich ein Vertreter dieses Notenbank-Kapitalismus-Sozialismus geäußert, nämlich Clarita Fett-Vize, und hat gesagt, ja, beendet ist ja alles, können wir schon ein bisschen was tapern, gell, dann kaufen wir halt nur noch 110 Milliarden statt 120 Milliarden im Monat. Und ihn hätte vor allem auch überrascht, dass die Anleiherenditen so schnell gefallen sind. Ja, das gibt Bombenüberraschungen teilweise, wenn die Notenbanken alles aufkaufen. Und naja, aber er sagt hier, eigentlich, wenn jetzt die Arbeitsmarktdaten gut sind, dann müssten wir die Geldpolitik wieder normalisieren. Wer glaubt das denn überhaupt noch? Arbeitsmärkte, by the way. Dazu gleich mehr. Jetzt sehen wir
dass hier dann Clary da sogar fantasierte von Zinsanhebungen in 2023 etc. Stalingrad und Pursky sagt, ja, ihr wisst ja nicht mal, warum die Inflation steigt und ihr wisst nicht mal, was in einem Monat passiert. Was sprecht ihr dann von einem Zeitraum von 2 Jahren? Macht keinen Sinn. Und Sven Henrik sagt, ja, die FED, so haben sie es transitory mal formuliert, die Inflation wird vorübergehend sein. Oh, dann stellt man fest, die Inflation ist doch höher, als wir erwartet haben. Transitory, so hat es neulich Paul gesagt, heißt ja nicht, dass die Preise wieder fallen. Sie steigen nun nicht mehr in dem Tempo. Und Inflation könnte doch etwas länger anhalten sein, als wir erwartet haben. Das bringt so ein bisschen das auf den Punkt, was derzeit da passiert. Arbeitsmarktdaten, ich hatte es vorhin angesprochen, ADP-Arbeitsmarktbericht. Deutlich schwächer als erwartet, 330.000. Woran liegt das? Weil schlichtweg teilweise eben die Leute nicht zur Arbeit gehen können wollen, weil sie eben noch von irgendwelchen Benefits leben, weil sie noch von staatlichen Geldern leben. Auch das ist eine Form des Sozialismus. McDonald's-Chef hat heute gesagt, also es ist wahnsinnig schwer, Leute zu bekommen, selbst wenn man ihnen Geld bietet, dass sie ihren Job antreten. Das sagt so ziemlich alles. Und natürlich ist dann die zweite Folge dieses Sozialismus ist natürlich dann der Aktienmarkt. Wir sehen hier praktisch Allzeithoch bei der Allokation in Equities von der Bank of America befragten Kunden. Klar, man muss dieses Spiel mitspielen, wenn der Notenbanksozialismus jedes Risiko rausnimmt, indem er den Zins zerstört und alle Risiken irgendwie gleich sind, dann gehen wir doch alle schön ins Casino und wetten, dass die ganze Geschichte unendlich weitergedreht wird, weil es gar keine Alternative mehr dazu gibt. Okay, kann man machen, aber was sind die Nachteile der ganzen Geschichte? Wir sehen, dass vor allem dann die Vermögenspreise steigen und im Gefolge wird es dann auch für Mieter eng. Wir sehen hier zum Beispiel in den USA sind jetzt die durchschnittlichen Mietpreise 10% höher als unmittelbar vor der ganzen Corona-Geschichte. Also hier sehen wir einen ziemlich drastischen Anstieg der Mietpreise. Das ist natürlich auch so, weil die Leute teilweise jetzt wieder in die Stadt kommen, wieder Wohnungen mieten. Aber das hängt natürlich auch mit den massiv gestiegenen Immobilienpreisen in den USA zusammen. Und jetzt hat man ja diese Aussetzungen von Zwangsversteigerungen verlängert für weite Teile der USA. Das ist ein dovischer Punkt, dadurch könnten die Mieten vielleicht etwas weniger stark steigen, auch die Immobilienpreise möglicherweise. Jetzt sagen die Vermieter, ja, dann möchte ich aber das Geld vom Staat haben, wenn jetzt schon mein Mieter nicht zahlt und wahrscheinlich wird der Staat es zahlen. Aber Andreas Deno Larsen sagt hier richtig, also das Interessante ist ja, dass diese ganze Aufhebung von Zwangsversteigerungen an Corona-Zahlen gebunden wurden seitens der beiden Regierungen. Man hatte die CDC, also die Seuchenbehörde, hat gesagt, ja in den Gebieten, wo Corona tobte, da ist diese Eviction-Moratorium wird verlängert bis Anfang Oktober. Das heißt, wer jetzt dafür sorgt, dass in seiner Nachbarschaft viele Corona-Fälle sind, der muss keine Zwangsversteigerung fürchten. Er kann das Geld dann anderweitig verprassen, das er sonst für Miete ausgeben würde. Und Miete auch in Deutschland teurer. Thorsten Polleit, merken sich den Namen. Der sagt, ja, wir sehen hier unter Verweis auf die beste deutsche Zeitung, mit Abstand die beste, nämlich Bild.de, sagte Mietpreise in 80 Großstädten im 5-Jahres-Vergleich, neuer Immobilienschock, so hat es die wunderbare Zeitung mit den 4 Buchstaben getitelt. Und Polleit sagt hier, das ist der Hauptgrund, ist natürlich die Nullzinspolitik der EZB, der Notenbanken, Geldmengenvermehrungspolitik. Ich möchte Sie abschließend noch auf 2 Dinge hinweisen. Das erste war ja das Interview mit Leonhard Fischer, der nach meiner Auffassung das schon vor einem Jahr auf den Punkt gebracht hat, was uns wahrscheinlich das gesamte Jahrzehnt jetzt noch beschäftigen wird. Zweitens dann auf einen Artikel meines Kollegen Claudio Kummerfeld zur BioNTech Hosse. Die Aktie ist ja massiv gestiegen. Am Montag allerdings die Zahlenvorlage. Wer da drin ist, sollte sich vielleicht diesen Artikel durchlesen und wer nicht auch. Und dann will ich darauf hinweisen, eben auf das, was ich in diesem Video jetzt gestreift habe, vertieft. Gold, Bitcoin, Notenbanksozialismus mit Special Guest Thorsten Polleit. Und Polleit ist ein ähnliches Kaliber wie Leonhard Fischer. Da ist Qualität garantiert. Ich packe Ihnen den Live-Link. Morgen 18:30 Uhr ist ja die Sendung. Den packe ich Ihnen schon mal auch unter das Video. Also heute 3 Links, meine Damen und Herren. Ein bisschen viel, aber es gibt viel zu sagen.
Und dementsprechend will ich oder wäre es mir eine wahnsinnige Freude. Wer die Welt verstehen will, der sollte Leonhard Fischer vor allem sich reinziehen, auf Deutsch, auf Neudeutsch gesagt, und es sollte sich morgen ab 18.30 Uhr dann auch mit Thorsten Polleit beschäftigen, denn das bringt die Welt auf den Punkt, wie sie sich derzeit darstellt. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.